So, das war die letzte Brücke hier in dem Level, den wir gehabt haben. Eine schöne Seilhängebrücke. Da müssen wir jetzt leider nochmal die Tests über uns ergehen lassen. Sollen wir das anzeigen lassen oder nicht, den Stress? Was meint ihr da? Irgendwie ist es schon interessant, was der bewegt, was er da tut. So, fahrt mal rüber, ihr Autos. Ja, Level ist vollständig, das wissen wir, das haben wir schon gehabt. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn? Nummer 6 haben wir. Wo gehen wir hin? In einem Hund, was bist du? Gehen wir zur Stadt. Oh, spannend, wieder mit Hydraulik. Jawohl. Wo ist denn da der Steh? Ah, da geht's, da ist es. Was haben wir denn da jetzt? Fahrbahn. Startbahn, machen wir die Fahrbahn. Und zwar machen wir mal so, dann geht's da auf, und geht's da weiter und geht's da fertig. Dann machen wir offene Verbindung. Na, halt, das ist falsch. Das ist falsch, so geht's nicht. Denn wir brauchen ja zwei Teile, wo das passiert. Und zwar brauchen wir. Oder? Ne, soll ich mal kurz überlegen? Das hat schon passt. Das. Das hat schon passt. Das hat schon gepasst. Pass auf nochmal. So. So. Und von da. Daher und daher. So, dann haben wir da Stahl. Aus Stahl, das muss das massive werden für die Hydraulik. Bauen wir im Prinzip mal so rauf. So. Dann haben wir es mit Grundkonstruktion und dann brauchen wir eine offene Verbindung. Und die Hydraulik, die muss dann. So, brauchen wir das Eisen vorher. Oh, so geht das nicht. Gehört festes Material, das ist die Frage. So und so. Und dann, was haben wir jetzt noch? 81 Meter von dem, was habe ich immer. Wenn das die Verbindung ist, wenn man die Stütze, die darauf geht, aus Stahl machen, aus massivem Stahl, die Verbindung lassen wir aus Eisen darüber. So, und dann kommt jetzt die Hydraulik. So, jetzt schauen wir, ob das passt. Sicher bin ich mir selber nicht. Uah. Das ist so schon ein Stress, schau. Naja, schauen wir, ob das hält. Okay, die Busse, die gehen einmal. Das schaut nicht so schlecht aus, so jetzt kommt ein Schiff, jetzt bin ich gespannt, ob das auf. Ja, es geht auf, es geht auf, es geht auf. So spannenderweise haben wir da mehr Stress wie da. Obwohl das ja gleich konstruiert ist, oder? Lass mich mal schauen. Ja, sicher. Ist alles gleich. Ja, vielleicht ist der Hang ein bisschen schief da oder was, die Gegend. Jo, hat auch geklappt, sehr schön. Ich bin schon ein bisschen verwirrt da. Warum ist das da anders? Nein, ich sehe da keinen Unterschied. So, haben wir jetzt 5 Autos, das sollte kein Problem sein. Und
spannend ist, ist bei dem einen Panzer, aber das... Was macht ein Panzer in der Stadt überhaupt? Das fängt schon mal an. Ja, geht auch problemlos. Ja, völlig wurscht. Ja, wunderbar. Erledigt. Brücke gebaut, Brücke erledigt. Und jetzt schauen wir mal. Wahnsinn, das Doppelte wie die anderen. Ich muss mal googeln oder schauen, ob ich da die Bilder sehe von den Brücken, was die da bauen. Das würde mich mal interessieren, weil das kann ich mir nicht vorstellen, das gibt es ja nicht. So, gehen wir mal in die zu den Schluchten. Level 6 bei den Schluchten und das ist ganz schön breiter Weg drüber. Was gibt es noch zweimal? Was haben wir da gehabt? Erdbeben? So, was haben wir denn zur Verfügung? Seil, Fahrbahn, Stahl und Eisen. Gut, dann werden wir mal die Fahrbahn konstruieren. Die Frage ist, ja, so glaube ich geht das gut. Dann nehmen wir da Stahl. So viel. Halt das. Das kann man wegnehmen, das brauchen wir nicht, die Verbindung da runter. Das ist wichtig. Das da gehört her. Das da gehört her. Dann machen wir jetzt eine Stahlkonstruktion als Seilaufhängung. Da nochmal. Das Grundprinzip beim Brückenbau ist ja eigentlich fast immer gleich, muss man ehrlich sagen, oder? Ich bin gespannt, ob das geht. Das ist ein bisschen minimal. Eigentlich müsste das ja reichen, oder? Das müsste an und... Oh ja, der Zug ist die Frage, das Erdbeben. Aber an und für sich... Schauen wir mal. Da biegt sich das aber schon... Na ja, das geht aber schon. Die Frage ist, ob ich das nicht leichter bauen könnte, dass ich da das normale Eisen nehme. So, der Zug, wie schaut's aus? Oh. Das war zu viel. Ist die Frage, wie kann man das beheben? Da in der Mitte war zu wenig Stabilität. Pass auf, vielleicht machen wir das. Vielleicht machen wir das, indem wir das Gewicht einfach verteilen, also nur ein Seil nehmen. Man weiß nicht, ob das reicht. Huh? Also ich bin mir sicher, ob das reicht. So, warte mal, was machen wir jetzt? Da probieren wir halt nochmal, oder? Nein, das bringt gar nichts. Schau, die Seile, die hängen leer durch. Das ist eher für die Katze, das kannst du vergessen. So, okay, ja. Ja, muss ich mal erwischen. Das ist gleich weg, das Kabel. Dann das Kabel weg und... Und was machen wir jetzt? Da brauchen wir mehr Stabilität da unten. Wir können es nicht probieren, zu sagen, wo ist denn das Seil da? Was haben wir denn da? Das Eisen ist ein Thema. Man müsste da ja kommen mit Eisen. Ich könnte jetzt da bloß eine Konstruktion herbauen, sowas. Und dann mit Seil festmachen, aber. Schon ein bisschen wuchtig, oder? Na schauen wir mal. Schwere Busse 40 Tonnen. Ja. Jetzt lasse ich halt die ganze Kraft, das ganze Gewicht wirklich da auf diesen Stützen da. Das ist wirklich zu schwer. Hm.
Was ist, wenn wir das jetzt weg dann so und wir machen es anders? Wir machen nämlich nicht da in der Mitte an. Wir machen nämlich da. Genau, wir machen es jetzt so. Wir verteilen die Farben jetzt anders. Einfach, dass wir diese Punkte weiter hinten haben. Vielleicht nutzt dies alleine schon was und sagen, okay, pass auf, da her und da. Nehmen wir da jetzt den Stahl her und zwar einmal. Ah, das geht jetzt nicht aus. Also ob das besser ist, weiß ich nicht. Aber zumindest wäre das jetzt nicht mehr so viel Weg. Pass auf, so und so. Das ist interessant, weil. Jetzt haben wir da nicht so einen starken Winkel. Dafür natürlich haben wir. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt wird. Pass auf, schau mal. Das könnte spannend sein. Dann knackt schon wieder weg so. Also das ist mal definitiv die Schwachstelle dieser Seilzuggeschichten. Da hält es zu wenig aus. Na gut, pass auf, das könnte man natürlich sagen, statt dem Seil nehmen wir das Eisen. Das soll jetzt nicht aus daher. Okay, pass auf, dann machen wir einfach die Konstruktion so. Und statt dem Seil nehmen wir einfach das Eisen. Die haben Möglichkeit. Das jetzt sagen so und so. Die Stahlseile wieder weg da, wenn ich es erwischen würde. Kabel weg. So, mal schauen, ob dieses was bringt. Also Boost ist eine, überhaupt kein Problem. Ah, schaut schon besser aus. Das ist immer so viel Belastung, wie es ausschaut. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob sich das ausgeht. Komm, Zug. Fahr ein bisschen schneller drüber und lade nicht so viel ein. Schau mal. Ja. Aber ihr habt gesehen, ordentlich knapp. So, Erdbeben. Erdbeben 2,6, 2,7, 2,8. Okay, war kein Problem. Ja, und die 5 Autos, die sollten jetzt wirklich nicht mehr ins sprichwörtliche Gewicht fallen. Na bitte. Und tschüss, liebe Autos. Na wunderbar, haben wir wieder ein paar Brücken konstruiert. Ob das für meinen diplomischen Titel schon reicht? Hm? Na, ich glaube wohl eher nicht. Pass auf, schauen wir nochmal. Unglaublich. Na, das wollen wir gar nicht sehen. So, ja, nächstes Mal werden wir uns auf das Ländliche und auf das Gemischte stürzen. Für dieses Mal soll es genug sein. Danke fürs Zuschauen und wünsche ich was. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier beim Brückenbau. Danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.